Harvester, Frachter der Drake Enterprises. Ja, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Aquanox 2. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass die letzte Folge kam. Wird mal wieder Zeit. Wir hören uns mal so an, was unsere lieben Kollegen hier so zu sagen haben. Zufrieden, Skipper? Naja, wenigstens kannst du nass von trocken unterscheiden, Landlubber. Das wird dir zumindest bei den Weibern weiterhelfen. Hol mich der Typhon. Hast du schon mal einen Crawler, einen Torpedo abschießen sehen? Gott, wo bin ich hier reingeraten? Kann ich dir sagen, Quappenfurz. Direkt mitten ins Leben. So, du scheinst mir etwas Bildung zu haben. Kümmere dich mal ein wenig um dieses Makina-Weib. Ich muss den Kahn steuern. Ja, in der letzten Folge haben wir ja diese Doktorin gerettet. Mal sehen, was die so zu sagen hat. So? Hättest der Skipper dieser Rostschraube nicht für nötig, sich persönlich blicken zu lassen? Mein Name ist William Drake, Dr. Finch. Mir gehört die Harvester. Ja, ja, was auch immer. Es kostet mich Zeit. Zeit ist ein wichtiger Faktor innerhalb eines Systems, genauso wie der Energiezustand. Ich habe ein Projekt zu betreuen, eine neue Waffe. Verstehe, Dr. Finch. Sie wollen so schnell wie möglich zur Makina Antarktika. Genau. Und dieser Clansfürst Amitabh will zuerst in Atacama City zwischenlanden. Seien Sie doch erstmal froh, dass wir Sie retten konnten. Ach du liebe Zeit, über was unser eins heutzutage schon froh sein soll. Ziemlich undankbar. Mei-Ling, darf ich dich was fragen? Bist während des Einsatzes auf Sniper getroffen, ja? Pass auf, wer zuerst sieht, trifft auch zuerst. Behalt das im Hinterkopf. Ich habe den Eindruck, wir beide geben ein gutes Team ab. Aber du hattest eine Frage? Ich wollte nur wissen, was ihr tut. Ich meine, ihr kapert meine Harvester und mich und... Psst. Man verwässert sein Glück nicht durch Worte. Glück? Welches Glück? Ich habe Angst um mein Leben. Psst. Das brauchst du nicht, kleiner Drache. Solange ich bei dir bin. Ich passe auf dich auf. Warum? Weil du so niedlich bist. Und weil du den Blick hast. Den Blick? Ja, den Blick für das Wesentliche. Denk dran, das Wesentliche bin immer ich. Und ich merke, wie du mich beobachtest. Bist du eine Mercenarie? Eine Söldnerin? Ja, sowas in der Art. Ich bin eine Ronin. So nennt man Söldner im Shogunat. Halt dich an mich und du wirst sehen, wie ich Wasser in Dampf verwandeln und Blut zum Kochen bringen kann. Sie ist wahrscheinlich nicht ganz ohne. Marineros und Marineras, wir laufen jetzt Atacama City an. Also denkt dran, wenn ihr auf Landurlaub seid, macht gute Geschäfte, amüsiert euch mit nichts, was intelligenter ist als eine Seegurke und checkt die Gesundheitsimplantate der Dockschwalben. Ich will hier keine Bazillen an Bord. Seid höflich, bringt keinen ohne Grund um und legt euch nicht mit Iowan Kings in Trapido an. Denkt dran, wir sind keine Bildenratten, sondern Geschäftsleute. Ned bleibt an Bord, während ich ein paar alte Kumpels treffe. Und fresst nicht so viel Salmagundi, das Zeug speist zurück. Lasst euch auch nichts von Scallywags andrehen. Die bringen's fertig, ne Masaufen in ne Pulle Wasser zu verkaufen. Und verplappert euch ja nicht. Unsere Sache ist heilig. Nur Huren und Pfaffen reden über Heiliges. Mast und Schotbruch, Leute! Dann docken wir doch mal an. Ach, wir lassen dich mal erstmal quatschen. William, Junge, langsam erkennst du, wie die Räder ineinander greifen. Wir haben dir deinen Frachter genommen, aber auf der anderen Seite wirst du auch viel zurückbekommen. Hoffentlich nicht nur Credits und Waffen und den ganzen Plunder. Am Ende wird es etwas ganz anderes sein. Vielleicht werden wir alle sterben. Vielleicht werden wir alle unsterblich. Wer weiß. Ich werde sicher noch rauskriegen, was euer Ziel ist. Abwarten, Junge, abwarten. Eins finde ich gerade interessant, etwas, was nichts mit dem Spiel zu tun hat. Ja, theoretisch. Ich habe 30 Bilder die Sekunde, die ich hier sehe. Meine Aufnahme sagt aber, dass sie nur mit 22 Bildern die Sekunde aufnehmen kann. Und dass das Bottleneck die Grafikkarte ist. Also die Grafikkarte ist Jahre neuer als das Spiel. Das finde ich...
etwas merkwürdig. Gut, ab zu Atacama City. Atacama City, Höhlenstadt, 5285 Meter. So, was gibt's hier zu tun? Barkeeper. Hey, Kleiner, Muttermilch schenken wir hier leider nicht aus. Ich wollte nur mal... Du wolltest den Tsunami-Booster reingurgeln, Compadre? Da brauchst du aber noch ein paar Kumpels, an denen du dich festhalten kannst. Na gut, dann nehme ich was Syntoholfreies. Gibt's hier nicht. Meine Gäste wollen sich abfüllen und nicht ihre Zeit verplempern. Wahrscheinlich kann man mit seinem Zeugs irgendwas wegätzen. Hey, Sporty, was kotzt du so? Oh, Entschuldigung. Wissen Sie, ich dachte, ich könnte mir was dazu verdienen. Was? Klar, ich bin der Beste hier, Sporty. Bei mir treffen sich Heil und Hölle. Und wenn du mal wieder schwimmen willst, Atahualpa Jones ist der Herr der manipulierten Gehirnchemie. Tja, also kein Job. Nein, warte mal, Sporty, ich bin im Stress. Diese Wichser von der Intrepido, der Geheimpolizei Iron Kings, haben einen meiner Leute, Goons, hops genommen. Dabei geht es um was Kriminelles. Mann, die Intrepido sind die Haie in diesem Teich. Sie haben Goons und werden ihn zu ihrem verdammten Hauptquartier schleifen, foltern und ihn die Toilette runterspülen. Okay, was soll ich also tun? Goons samt seinem Boot da raushauen. Mein Mann darf unter keinen Umständen etwas passieren. Das ist Facts, Body. Nur dann gibt's Credits. Na gut, die Sache stinkt zwar gewaltig, aber wir brauchen die Credits. Ich überleg's mir. Gut, dann nehmen wir mal den Job. Oh, Mann. Jetzt haut das 3D rein. Ja, es ist zwar 3D, aber irgendwie... Irgendwas passt da nicht. Was kann ich hier tun? Also nur das Schiff selbst. Nee, das wollte ich nicht. Ah, hier bin ich richtig. Lass mal gehen. Das klingt gut. Ich hab nur den kleinen. Oh, beim prallen Euter der Seekuh. Du bist Drake. Hank Bellows? Ja, Kleiner. Mir ist die verfluchte Bilge vollgelaufen. Das ist nicht witzig, Sir. Sir! Der kleine Seepferdchen-Kattel nennt mich Sir. Mein Schiff wurde gekapert und Sie sind schuld. Hey, Junge, ich hab's gehört. Amitab und seine Halsabschneider. Nimm's locker. Du wirst lernen. In Aqua kommt immer alles anders als geplant. Na, ich weiß nicht. Ihretwegen habe ich meine Freiheit verloren. Freiheit? Heilige Einfalt. Du glaubst an Freiheit? Hör zu, Jungchen. Freiheit ist ein Ding, das man sich verdienen muss. Man kann erst dann frei sein, wenn man entscheiden kann. Konntest du dich jemals frei entscheiden, hä? Ich weiß nicht. Siehst du, Drake, entscheiden kann man lernen. Ich bin nicht so schlecht wie mein Ruf. Also lass uns nicht nachtragend sein. Vielleicht hast du ja jetzt sogar bessere Karten. Wer weiß. Na, ich will's hoffen. Hoffnung? Mann, du bist echt noch witziger, als ich dachte. Gut, das war jetzt relativ irrelevant. Machen wir erstmal die Mission.
uns aufspüren und ihn befreien. Ich kenne diese Mission schon einigermaßen. Ich habe sie letzte Woche erst gespielt. Ich hatte dabei auch versucht aufzunehmen, aber die Aufnahme war etwas kaputt. So. Immer schön richtig zielen. Da sehe ich was Gutes auf dem Radar. Du kleines Makrelenhirn! Los Leute, schnüren wir ein Päckchen aus diesem Spinner! Okay, okay! Du kleines Makrelenhirn! Wo sind die anderen? Du kleines Makrelenhirn! Gut, dass es diese automatische Zielerfassung gibt. Cool, Junge, ich bin Goons. Jones hat mich also doch nicht hängen lassen. Wir verpissen uns durch die Canyons. Ich warte am neuen NAV-Punkt auf dich. Immer schön viel schwimmen. Welche Richtung will er jetzt? Das ist die große Frage. Er fährt hier lang.
eintönig, muss ich sagen. So, ich glaube, das waren alle Minen. Na, kommst du mal. Kommen wir mal weiter. Ach du komm. Fahren wir ein bisschen schneller. Kann doch nicht so lange dauern. Danke, Mann! Ja, Mission geschafft. Wie? Keine Belohnung? Recht. Atacama City. Höhlenstadt. 5.285 Meter. So, fragen wir mal, was jetzt mit unserer Belohnung ist. Na, hat's Spaß gemacht? Oh ja, vor allem die Sache mit der Geheimpolizei. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht allzu viel Mist gebaut habe. Na ja, Sporty, nichts in dieser feuchten Welt ist perfekt. Ich mach dir einen fetten Credit-Upload, wirst zufrieden sein. Und mach dir keinen Kummer wegen der Intrepido. Die haben genug mit ihren eigenen Schweinereien zu tun. Das ist aber auch das Mindeste. Ah, ist ja, was gab's jetzt? Das werde ich später prüfen. Ich werde nur mal gucken, ob ich irgendwas kaufen kann. Scheinbar nicht. Na gut, dann bis zur nächsten Folge.